Der Geisterberg. Es war einmal eine Prinzessin, deren Name längst vergessen ist. Auf einer Reise wurde sie über einen Grat im Gebirge bei Saraburi getragen. Doch das Schicksal wollte es, dass das Tragholz ihrer Sänfte brach und die Prinzessin den Abhang hinabstürzte und zwischen den Felsen den Tod fand. Seitdem wohnt ihr Geist dort auf dem Berge. Und wenn jemand in die Nähe kommt, so muss er vor der Geisterherrin die Hände zu ehrendem Gruße zusammenlegen. Wenn er das unterlässt, wird die Herrin ihn bestrafen. Jeder Mann in der Gegend weiß das und hält den Ort heilig. Einst lebte ein Prinz. Sein Name ist heute ebenfalls vergessen. Woher er kam, ist unbekannt. Er wanderte im Gebirge von Sanburi umher. Dort traf er einen Mann, der die Macht der Geisterherrin kannte und ihm riet, ja nicht die Ehrung zu unterlassen, wenn er in ihr Gebiet käme. Der Prinz wollte jedoch nicht hören und sprach, ich bin ein Mann, wie könnte ich vor dem Geist einer Frau die Hände falten? Ich bin mächtiger, sie kann mir nichts tun. Seine lästerlichen Reden enthüllten nur seine Überheblichkeit. Und als er durch die Felsen auf jedem Berge kletterte, stieß die Geisterherrin ihn hinab und er musste sterben. Die Stelle, wo er fiel, gilt noch heute als seine Wohnung. Und jeder Vorübergehende muss vor dem Geist des Prinzen die Ehrung vollziehen.